Ja, ich habe die Gerichtsentscheidungen, alle, die verfügbar waren, analysiert und kategorisiert und versucht, daraus dann managerielle Interventionen zu geben, um Einrichtungen eine Hilfestellung zu geben, um sich vor potenziellen Haftpflichtprozessen schützen zu können. Inhalt ist natürlich, ne, dass die Kategorienbildung auch, wie ich die Urteile analysiert habe, dann natürlich auch rechtliche Aspekte, was Einrichtungen da beachten müssen und dann natürlich dann auch die Intervention. Bei allen Sturzereignissen, die sich im voll beherrschbaren Herrschafts- und Organisationsbereich der Einrichtung befinden, also sprich bei einer Transfer-, Transport- oder Mobilisationsmaßnahme, in der Mitarbeiter der Einrichtung involviert sind. In den meisten Fällen wird die Einrichtung in Anspruch genommen, aber in Ausnahmefällen wurde auch ein Mitarbeiter oder von der Einrichtung beauftragte Firmen mit in Anspruch genommen.